Weiter geht's mit dem Classic Adventure Let's Play zu Fable. Gut, nachdem wir das letzte Mal hier an der Kreuzung nicht weitergekommen sind, verziehe ich mich erstmal von hier. Ich glaube, die müssen wir nämlich wieder bestechen mit irgendwas. Und ich gehe mal zum hohlen Baum und danach zum Pfad der Skulpturen. Sind die einzigen zwei Ortschaften, die wir momentan noch besuchen können, oder? Ja, außer der Brunnen, aber dazu brauchen wir erstmal eine Lampe. Eine funktionierende. Die müssen wir noch reparieren. So. Oh, hier gibt's einiges zu sehen. Einen Vogel. Ein Elster sogar. Der Baum sieht auch merkwürdig aus. Bedachte Spalt. Ah, okay. Der große Dekubaum. Hat sogar ein Auge hier. Ich weiß. Ist nicht lustig. Und da haben wir noch einen kleinen Drim. Sieht aus wie Gartenzwerg. Du bist ein seltsam aussehender Kerl. Das ist reine Ansichtssache, mein Freund. Das liegt alles bloß im Auge des Betrachters. Naja, spitze Ohren und so ein Gesicht ist wohl nicht typisch für die Gegend. Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß. Weißt du, dass du dem Ort nahe bist, wo die Früchte aller Träume gedeihen? Und der Tod nur eine schöne Illusion ist? Weißt du, dass du nur einen Traum verfolgst? Und dass ein Drim nur ein Teil deiner Einbildung ist? Bis wir uns wiedersehen, mein Freund. Und nur dann. Ja. Alles klar. War ein Teil unserer Einbildung. Wir haben Wahnvorstellungen. Alles klar. Gut, entweder hat er sich jetzt wirklich weggebeamt oder wir haben uns das wirklich nur eingebildet. Ich finde das Spiel an manchen Stellen wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ich habe schon mal erwähnt, als Kind oder Jugendlicher als Teenie kam mir das wahrscheinlich nicht ganz so verrückt vor. Gut, da hat was liegen gelassen, einen kleinen Ast. Was einmal ein geheimnisvoller junger Spross war, der eines Tages zu einem wundervollen Baum wird, ist alles, was von dem geheimnisvollen Drim übrig bleibt. Äußerst symbolisch, oder nicht? Oder einfach nur eine wahnwitzige Einbildung. Können wir die mitnehmen? Vielleicht sollte ich besser nicht. Wer weiß, es könnte eines Tages zu einem mächtigen Baum werden. Ja, und dann haben wir den in der Tasche und der wächst raus. Alles klar. Das würde ich aber gerne mitnehmen. Vielleicht steckt da noch ein bisschen Magie drin. Hier haben wir noch ja, das ist ein toter Baumstumpf. Ich habe aber auch noch nie einen Baumstumpf gesehen, der nicht tot war. Wo er recht hat, hat er recht. Den können wir uns hier oben auch nochmal ansehen. Sieht aus wie eine Art Hebel. Oh, okay. Ein Mechanismus in einem Baumstumpf. Oh, ich muss einen geheimen Hebelmechanismus ausgelöst haben. Oh, das war ja auch so versteckt alles hier. Na. Bevor wir da reingehen, schaue ich mich hier draußen lieber nochmal um. Da ist ein schrecklich großer Riss an der Seite des Baums. Na, jetzt ist der Riss offen, oder? Es scheint eine Art Öffnung zu sein. Oh ja. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Elster oben? Eine Elster ist geschäftig beim Nestbau. Können wir die... Ich glaube nicht, dass wir die nehmen können, aber wir probieren es mal trotzdem. Ich habe sie verscheucht. Die hat da was. Das brauchen wir. Um die Räuber wahrscheinlich zu bestechen. Die hat eine Halskette. Sieht aus, als ob sich Herr Vogel ein kleines Nest gemacht hat. Das zu tun wäre nicht ja, nett. Ja, das Nest stehlen, das ist wie wenn ein Riese das Haus eines einfachen Bürgers wegnehmen würde, ne? Das tun wir natürlich nicht. Aber wir haben noch was Besonderes. Ja, ich weiß, ich sollte da reingehen. Aber nur immer mit der Ruhe. Moment. Wir haben ja noch Vogelfutter. Das bringt rein gar nichts. Das bringt rein gar nichts. Das bringt rein gar nichts. Wie sagt er eigentlich das? Das bringt rein gar nichts. Auch ein bisschen Dialekt. Ach, da kommt sie wieder. Mit dem Ding. Vielleicht? Was einmal ein Nein, das nicht vielleicht. Sondern das hier. Geht das? Ah. Aha! Betrachte Beutel mit Samen. Put, 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 Elsterchen, Elsterchen. Und jetzt? Toll. Jetzt fliegt sie davon.
Aber die hat die Halskette dabei gehabt. Können wir das aufheben? Ich denke, ein leerer Beutel kann immer nützlich sein. Da kann man Dinge drin verstauen. Wie Luft. Guck ich mal, ob im Nest vielleicht was liegt. Na schau mal, da ist eine Halskette in diesem Nest. Na, so ein Zufall. Den hat die Elster wohl da vergessen. Quickthorpe nimmt die Perlenkette aus dem Elsternest. Schön. Jetzt haben wir eine Perlenkette. Es ist eine Perlenkette. Ich hoffe, die ist wertvoll genug, die Wegelagerer dort zu bestechen. Aber ihr wollt sicherlich auch wissen, was sich hinter dieser Spalte befindet. Moment, nein, das wollte ich nicht. Ich versuche immer aufzuhören. Ich will nur mal speichern. Ihr wisst, in dem Spiel kann man ziemlich leicht das Zeitliche segnen. Deswegen speichere ich lieber mal. Wer weiß, was uns dahinter erwartet. Ja, ist vielleicht gut, dass ich gespeichert habe. Hier sind grässliche Augen. Und die Toten hier in der Ecke. Die deuten doch auf Gefahr hin. Schade, ich würde mir gerne den Helm nehmen. Die Überbleibsel eines weniger erfolgreichen Reisenden liegen in ewiger Ruhe am Boden. Aber wieso sind die hier in dem Baum gestorben? Haben die sich hier zur Ruhe gesetzt? Sind die verhungert? Ist irgendwann vielleicht das Tor hier oben zugegangen und sie waren eingeschlossen? Kann ich mir irgendwie das nehmen? Das einzig Richtige wäre, ihn zu begraben. Schade, dass ich keine Schaufel habe. Wirklich schade. Wäre auch keine Zeitverschwendung. Die Überbleibsel eines weniger erfolgreichen Reisenden liegen in ewiger Ruhe am Boden. Dieser Typ sieht schlecht aus. Er ist glatt zerbröselt. Oh, Entschuldigung? Anstatt ihn zu begraben, zerlegen wir ihn. Die Überbleibsel eines weniger erfolgreichen Reisenden liegen in ewiger Ruhe am Boden. Auch beim näheren Betrachten kann man nichts weiteres finden. Ach, schade. Finden. Ich dachte, jetzt können wir uns hier vielleicht irgendwas das nehmen. Das einzig Richtige wäre, ihn zu begraben. Schade, dass ich kein... Da sieht doch aus, das ist aber ein Knochen, ne? Der ist hier in sich zusammengefallen. Wir gucken nochmal die anderen an. Ein näherer Blick enthüllt einen glänzenden Ring an der Hand des Skeletts. Ja, mein Schatz! Quickthorpe traut sich nicht, den Ring zu tragen, da er ihn vielleicht verlieren oder noch schlimmer ausgeraubt werden könnte. Was? Wir trauen uns ihn nicht zu tragen? Na, da habt ihr nicht mit mir gerechnet. Also ich bin in keinem Spiel, in keinem Adventure bisher so oft gestorben. Geil. Einfach mal angezogen, tot. Der wird wahrscheinlich durch den Ring getötet. Die anderen zwei weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht haben sie den Ring zuerst angehabt und dann hat der gedacht, ah, mein Schatz, ich zieh auch mal den Ring an, um mich umzubringen. Oder sie haben alle drei Suizid begangen, kann natürlich auch sein. Mist. Okay. Aufstehen, Quickthorpe. Kuckuck. Hier guckt uns jemand zu. Naja, bringt alles nichts, wir sehen uns gleich wieder. Gut, dass ich so viel immer speichere. Sonst müssten wir alles von vorne wieder machen. Oh, wäre das nervig. Den Ring ziehen wir jetzt mal nicht an. Es ist ein wundervoll glänzender Ring von der Hand des Skeletts im hohlen Baum. Oder wir bieten den Schurken an, den Wegelagerern. Wie wär's? Aber nein, dann zieht den einer an, stirbt und die anderen bemerken, dass irgendwas faul ist. Vielleicht brauchen wir für alle drei was. Hier haben wir eine Halskette, hier haben wir einen Ring. Amulett geht nicht. Das brauchen wir wahrscheinlich noch. Können wir sonst noch was von dem die holen? Die Überbleibsel eines weniger Erfolgs... Ich kann nichts weiter Interessantes okay. sehen. Und bei dem hier nochmal? Die Überbleibsel eines weniger erfolgreichen... Dieser Kerl ist definitiv mausetot. Was lustig wäre, wenn jetzt hier eine Maus rauskrabbeln würde, oder? Das einzig Richtige wäre... Dieser Kerl ist definitiv... Na gut, hier unten haben wir den Ring gefunden. Ist hier sonst noch was? Hier geht's hoch. Wie eine Leiter, die Wurzeln. Die Wurzeln dieses hohlen Baums sind massiv und reichen tief in den Boden. Ja, und auch... Wieder hoch ist unser einziger Ausgang. Eine große Öffnung enthüllt das dunkle Innere eines hohlen Baums. Richtig dunkel hier unten. Wir sehen alles. Außer hier die Ecken. Ach, guck mal. Betrachte blaue Frucht. Blaue Frucht. Blaue Frucht. Blaue Frucht.
Blaue Frucht. Blaue. Was sonst? Frucht. Exotische blaue Fruchtkörper zieren das Innere des hohlen Baums. Was ist los? Ich fühle mich so benommen, so schläfrig. Nee, oder? Was ist jetzt schon wieder? Oh, ich dachte schon, wir sterben wieder. Was ist los? Ich fühle mich so benommen, so schläfrig. So wie unter Drogen. Können wir uns wohl nicht nehmen, Mist. Können wir nicht anfassen? Haben wir vielleicht irgendwas hier? Komm. Es ist der alte Eimer, den Quickthorpe beim Brunnen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Wieso? Komm schon, oder mit dem Seil vielleicht abreißen, dranbinden, abreißen? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Gut, also die blauen Früchte kriegen wir wahrscheinlich so noch nicht, oder? Mit dem Beutel? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Was soll's, gehen wir erstmal raus. Wir haben ja noch eine Sache zu erkunden. Und dürften eigentlich für die Wegelagerer auch schon was haben. Da sind die versteinerten Skulpturen. Ob da vielleicht ein Basilisk am Werk war? Ihr wisst, was Basilisken sind. Das sind so drachenähnliche Wesen, die Statuen, die Menschen versteinern können in Statuen. Die Statue eines Soldaten in seiner letzten und endgültigen Schlacht steht hier eingefroren in der Zeit. Ja, und irgendwann erwachen sie zum Leben und überfallen das Dorf. Die Statue eines Soldaten in seiner letzten Schlacht steht hier eingefroren in der Zeit. Hier ist noch eine Krähe, nimmermehr. In der Nähe von Parkskulpturen findet man oft ein Vogelparadies. Wieso ist Nähe eigentlich jetzt hier, naja, ihr wisst schon, ein Großbuchstabe und so geschwungen? Eigentlich nur immer am Anfang, glaube ich. Die Statue eines Soldaten in seiner letzten Schlacht steht hier eingefroren in der... Ich möchte jetzt mit nichts und niemandem reden. Nicht mal mit der Krähe? Die können wir nur ansehen, können wir halt mal nehmen. Okay, aber zu unseren Füßen liegt da was. Es scheint hier unter dem Schnee vergraben zu sein. Nicht gerade das, was ich im Sinn hatte. Nimm Ding, das aus dem Boden ragt. Es glitzert. Nicht gerade das, was ich im Sinn hatte. Na sowas. Es ist ein altes, rostiges Kampfschild von einem dieser Soldaten. Ah, das bietet uns vielleicht Schutz. Boah, das Schild ist schwer. Oh, und wir sind so schmächtig. Tragen es aber trotzdem jetzt mit uns rum. Es ist ein altes, rostiges Kampfschild. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Wie so eine Brosche einfach. Ich weiß, das ist ja nicht die Originalgrößenrelation hier. Naja. Sonst gibt's hier nichts mehr, ne? Verdammt. Jetzt müssen wir irgendwie zur Kreuzung wieder. Hier ist nichts mehr. Brunnen können wir nicht hinab. Noch nicht. Wir haben nichts zum Reparieren. Ich gehe nochmal zur Kreuzung. Also muss ich erstmal wieder den ganzen Weg zurück. Die Bildschirme hier abklappern. Läuft auch so langsam. So, alles klar. Was ich aber jetzt erstmal wieder tun werde, ist speichern. So, alles klar. Was machen wir? Wir locken jetzt erstmal die Schurken an. So, so. Schau an. Eine einsame Seele, die ganz allein so... Oh. Ich sage, wir nehmen ihn total aus. Ja, das ist Spitze. Die Stimme musste ich jetzt nochmal anhören. Schnauze, ihr Schwarz. Ja, Schnauze, sonst Beule. Ich bin unterwegs. Ich mach das mal weg, das kennen wir ja schon. Können wir uns stattdessen auf ein wertvolles... Du bist ein Mann, der immer... Okay, was haben wir denn? Wir könnten den erstmal hier die Halskette anbieten. Komm schon, ich warte darauf, dass du etwas rüberwachsen lässt. Ah, so gib, okay. Das war ja schon bei dem Wegelagerer, ihr wisst schon, der den Zoll verlangen wollte, war das ja schon falsch. An so einem Müll bin ich nicht interessiert. Und wieder die Sprecherstimme und wir sind abermals tot.
Gut, dann haben wir noch den Ring und dieses Schild. Vielleicht ist er ja daran interessiert. Wir probieren es gleich aus. So, der nächste Gegenstand, das wäre der Ring hier. Ah, das kommt der Sache schon näher. Ich wusste... Okay, gut. Alles klar, der Ring war die richtige Wahl. Stirb, dreckiger Räuber. Wir trampeln noch mal ein bisschen über ihn. So. Nein? Dies übersteigt Quickthorps körperliche Fähigkeiten. Oha. Ja, der ist gleich skelettiert. Das ist das Messer, mit dem er mich töten wollte. Was nehmen wir doch mit? Meine erste tödliche Waffe. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Jetzt haben wir Schild und Messer. Das Stirnband möchte ich aber auch. Quickthorp nimmt den Schal von dem toten Räuber. Ich hätte es nicht gedacht, dass das funktioniert. Auch beim näheren Betrachten kann man nichts weiteres finden. Gut, das war's mit dir. Jetzt haben wir hier tatsächlich ein Stirnband oder ein Schal. Brauchen wir den Schal für irgendwas? Nö, ein Messer und eine Halskette. Naja. Viel damit anfangen können wir jetzt nicht. Die Halskette hatten wir ja schon vorher. Messer und Schal haben wir dadurch gekriegt. Aber jetzt kann ich hier hin. Waren wir jetzt? Kann ich zum Waldpfad da hinten hin? Und zwar kommen wir so zur Schlucht. Sehr schön. Betrachte Steinkopf. Der sieht gefährlich aus. Steingesicht. Mich kann nichts mehr überraschen. Nicht mal du. Können wir vielleicht mit dem quatschen? Ist der lebendig? Mich kann nichts mehr überraschen. Was gibt's da zu glotzen? Also doch, gut. Nichts, wirklich? Nun, es ist dein Gesicht. Hahaha. Ha, ha. Ja, ich habe ein Gesicht. Und weiter? Wenn ich so darüber nachdenke, steht es dir gut. Du musst ein guter Pokerspieler sein. Was für doofe Bemerkungen unser Held hier macht. Unser Anti-Held ist es ja schon fast. Ganz doll. Und jetzt mach die Fliege. Mach die Biege, Fliege. Können wir da jetzt einfach durch? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der uns vielleicht dann doch aufhält. Ich weiß auch nicht, wohin wir hier können. Ein verzauberter Palast ist am Horizont zu sehen. Ja, da wollen wir hin, ne? Ich rede lieber nochmal mit dem. Vielleicht ist es so der Wächter. Ich möchte jetzt mit nichts und niemandem reden. Okay, wir gehen einfach mal hoch. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Hier geht das nicht durch. Wieso? Hallo? Herr Steinkopf? Ich möchte jetzt mit nichts und niemandem wir reden. Wir müssen doch irgendwie da hoch. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Hier geht das nicht durch. Ja, riskier du nur eine dicke Lippe. Ist in Ordnung. Ah, ich habe noch eine Idee. Wie wär's, wenn wir... Das juckt ihn überhaupt nicht. Wir hätten ja die Augen dem verbinden können. Oder hier, spüre die. Das juckt ihn überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Was ist mit dir? Das juckt ihn überhaupt nicht. Okay, wir müssen noch immer in den Brunnen. Das Ding ist hier defekt. Das bringt rein gar nichts. Das bringt rein gar nichts. Wie wollen wir das Ding denn reparieren? Ah, wie kommen wir jetzt hier weiter? Hier hoch geht's ein nicht. Ein verzauberter Palast ist am Horizont zu sehen. Ja, das ist an Adventures halt immer so typisch, dass man an irgendeiner bestimmten Stelle nicht mehr weiterkommt. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Falls du es noch nicht gemerkt hast, hier geht das nicht durch. Ach, halt's Maul. Dann gehen wir halt nochmal zurück. Aber hier geht's... Ah nee, hier hinten... Warte, was muss ich mir nochmal ansehen? Schlucht. Wahrscheinlich... Ah, das ist eine Schlucht, da kommen wir so nicht rüber. Ah. Hier in der Schlucht haben die Steine Augen, Ohren und Hirn. Naja, viel Hirn, jetzt nicht wirklich. Ich kann nichts weiter Interessantes sehen. Können wir vielleicht mit dem da oben auch nochmal quatschen? Nee, geht nicht. Da muss ja noch irgendwie was... Gehe zum oberen Teil der Schlucht. Ah, das haben wir übersehen gehabt. Falls du es noch nicht gemerkt hast, hier geht das nicht durch. Wo
kommst hier nicht vorbei, alles klar. Willst du jetzt auch irgendwie was? Ja, sieht so aus, bla bla bla, der möchte jetzt auch hier. Was können wir denn ihm geben? Willst du hier das Schutzamulett? Das juckt ihn überhaupt nicht. Ich habe keine Verwendung für diese Dinge. Ah, wir können ihm sogar geben. Ich habe keine Verwendung für diese Dinge. Ich habe keine Verwendung für diese Dinge. Ich habe keine Verwendung für diese Dinge. Eine Halskette? Will er vielleicht eine Halskette? Ich habe keine Verwendung für diese Dinge. Mann, dann eben nicht. Blöd. Wo können wir denn jetzt hinlaufen? Zum Brunnen geht's nicht. Rand des Waldes, da war der Händler. Naja, vielleicht. Das ist noch der tote Räuber. Vielleicht hat er ja noch was zum Handeln. Ich spreche ihn einfach mal an. Ist er eine der wenigen Personen, mit Ausnahme der Hexe. Und ich glaube, der ist auch noch da, genau, mit dem wir quatschen können. Wobei, das bringt, glaube ich, hier kaum was. Ich glaube, du bist nicht mehr in der Stimmung, weiterzureden. Ich bin ein Mann der Tat, nicht der Worte. Ja, ich auch. Gut, gut, gut. Wenn wir Mann der Tat sind, dann sollten wir jetzt schnell weiter hier machen. Und zwar zum Händler gehen. Ich möchte jetzt mit nichts und niemandem reden. Was, wieso? Komm. Mann. Ist er vielleicht an dem glänzenden Schild interessiert? Ich bewundere deinen Enthusiasmus. Bitte beleidige mich nicht mit so etwas. Ich brauche ein wirklich wertvolles Objekt und nicht irgendein sentimentales Erinnerungsstück. Das glänzt doch aber. Wie wär's dann mit dieser Halskette, hä? Ist dies die Halskette, die dir abhanden gekommen ist? Jetzt brat mir einer einen Storch. Das ist sie. Ah, okay. Ich hätte einfach meine Erinnerungen ein bisschen aufrufen müssen, ein bisschen auffrischen. Und dann hätte ich gewusst, dass der uns damals gesagt hat, er hat eine Halskette verloren. Eine Perlenkette. Toll. Gut, jetzt wissen wir's. Das nenne ich Glück. Wie versprochen, gebe ich dir gern diese Handschuhe als Gegenleistung. Hat er uns Handschuhe angeboten? Nein, oder? Aber ich weiß ganz genau, was wir mit den Handschuhen machen können. Besten Dank, aber ein paar Handschuhe? Das ist ja der reinste Straßenraub. Hey, ich habe eine Idee. Ich verstehe, dass du keinen Wert in diesen Handschuhen siehst. Ja, eher nett, aber wir als Spieler? Aber oft sind es gerade die unscheinbarsten Dinge, die sich als sehr wichtig bei der Erfüllung deiner Träume herausstellen. Vor allen Dingen halten sie deine Hände warm. So etwas Weises hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich danke dir. Genau, weiser Meister. Keine Ursache, ehrlich. Gut, können wir die gleich vielleicht sogar anziehen? Die passen perfekt zusammen. Ja, und auch perfekt in unsere Hände hoffentlich. Hier bin ich also am Rande des Waldes. Ja, das kennen wir schon. Wisst ihr vielleicht, was ich vorhab? Ich werde jetzt schnell nämlich nochmal zum Baum huschen. Gott, wo lang? Hier, nein, hier lang, ne? Ist hier vielleicht noch irgendwie was? Der Baum hier oder der? Geh zur Waldfahrt. Und da kommen wir, oder? Wir gehen jetzt mal zum hohlen Baum schnell. Hier rein nochmal. Und dann werde ich gleich Schluss machen, wenn das funktioniert. Das wäre natürlich klasse. Das wäre große Klasse. Und zwar, wir können diese... Fragen wir jetzt etwa die Handschuhe? Ja, hoffentlich, oder? Ich hab dir das nicht abgelegt. Wir können diese Früchte nicht anfassen mit bloßen Händen. Vielleicht funktioniert es ja mit Handschuhen. Ich habe die Frucht. Diese Handschuhe müssen mich vor dem betäubenden Effekt des Gifts bewahrt haben. Ja, unser erster ausgerüsteter Gegenstand. Ich habe die Frucht. Diese Handschuhe müssen... Ich habe die Frucht. Diese Handschuhe... Komm, wir nehmen uns jetzt einfach alle Früchte hier drinnen mit. Ich habe die Frucht. Diese Handschuhe müssen... Ich habe die Frucht. Ich habe auch die Frucht. Und ich habe bald keine Geduld mehr. So... Sieht nicht so, als hätten wir Handschuhe an, aber ist egal. Ist wurscht. Okay, dann beende ich jetzt mal diese Episode. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart beim Classic Adventure Let's Play zu Fable. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hoffentlich. Macht's gut!